Da sind wir. Kurz vor Schluss. Wir sind in der Mixing- und Mastering-Phase und ey, mit den Jungs, das war grob und ja, knackig zusammengefasst, war es einfach ein wilder Ritt, die ganze Produktion. Seit der Planungsphase, seit wir da angefangen haben, Ende letzten Jahres, war eigentlich immer nur ja, in Stichpunkten zusammengefasst. Alle hatten Bock, alle haben durchgezogen, die Jungs waren vorbereitet, die Sessions waren intensiv. Und lang teilweise, aber auch effektiv. Ja, was soll man sagen? Ich glaube, so hat der ganze Rahmen einfach gepasst. Das hört man auch im Gesamtergebnis. Zu den einzelnen Sessions, egal ob Drums, Bass, Gitarre, Vocals. Es hat einfach mega Bock gemacht. Es ist geil, wie die Truppe sich aus ihren verschiedenen Charakteren so zusammensetzt. Und geil, mit dem Einzelnen zu arbeiten. Wir hatten hier Sessions, wo alle da waren. Oder wo nur einzelne Leute da waren. Ja, Vocal Sessions waren geil. Haben hier viel, viel rumprobiert, geile Doppelungen gemacht. Gerade der Marius mit dem Kreie im Wechsel, die ergänzen sich so geil mit den Vocals. Gitarrensound haben uns hingesetzt und richtig geil mit ausgearbeitet. Verschiedene Gitarren ausprobiert, verschiedene Sounds ausprobiert und dann auch an der einen oder anderen Stelle doch nochmal so einen Schritt zurückgegangen und dann doch die andere Gitarre nochmal mit reingenommen und sowas. Also, das war eigentlich das, wie man sich das vorstellt, als Studio-Mensch, Audio-Ingenieur, so eine Produktion zu fahren. Und ja. Genau so muss das sein. Für mich mega geil, so zu arbeiten. Ich denke mal, die Jungs, so wie die drauf waren, die hatten da auch eine Menge Spaß bei. Und ich bin mega froh, wenn das Ding dann endlich rauskommt und ja, die Jungs das Ding raushauen können. Egal ob auf Platte oder Stream, wie auch immer. Freue ich mich drauf.